Schönen guten Tag. Ich will heute mal mein neues Motorrad zeigen, denn die Honda, die vielleicht ein oder andere von euch aus einem Video von mir kennt, habe ich letztes Jahr verkauft. Ja, denn ich habe mir dann endlich mal mein Traummotorrad gekauft. Ich habe mit 24 meinen Motorradführerschein gemacht, direkt offen, und habe eigentlich die ganze Zeit Videos von KTM SMCR geguckt, weil ich dieses Motorrad einfach so geil finde. Ich meine, ich fahre seit ich 13 mein Motocross und das Ding ist einfach der Hammer. Jetzt konnte ich mir endlich leisten und habe sie mir jetzt dann auch Anfang des Jahres gekauft. Habe 2 Monate gewartet, dieses Video zu machen, bis meine Klausuren vom Master rum sind. Jetzt ist es soweit und heute wird sie umgebaut. Und das wollte ich in diesem Video mal zeigen. Ich will jetzt gar nicht so lange rumlabern. Ich will eigentlich nur das Bike jetzt umbauen. Ich habe ein paar Teile bestellt. Dekor ist nicht dabei. Ihr habt am Anfang des Videos das wahrscheinlich gesehen. Wie es serienmäßig aussieht, und ich finde, es sieht so geil aus. Dieses Grau mit dem Orange gefällt mir richtig gut und es gibt kein Dekor, was jetzt irgendwie diese Farben so übernimmt. Deswegen bleibt es erstmal so. Aber trotzdem habe ich ein paar Teile bestellt. Dann so Kleinkram für Kupplungs- und Bremshebel, diese eluxierten Teile. Das Wichtigste fand ich bei dem Bike, diese Spiegel müssen weg. Boah, ich finde, das sieht so schrecklich aus, wenn man diese ganz normalen, hochgehenden Spiegel da dran hat. Das sieht aus wie das größte Fahrschulmotorrad. Deswegen habe ich mir hier von High Cider welche gekauft. Ich glaube, die waren so fast das teuerste, abgesehen vom Auspuff. Aber ich finde, die lohnen sich halt auch, weil die sehen qualitativ echt hochwertig aus. Und da habe ich auch richtig Bock drauf jetzt. Dann haben wir hier so Achsschutzpads. Keine Ahnung, wie die Dinge halten. Dann haben wir hier ein 15er Ritzel. Damit wird die Endgeschwindigkeit ein bisschen runtergesetzt, aber dafür ist der Anzug deutlich besser. Das verbaue ich heute noch nicht, das verbaue ich erst, wenn die Einfahrinspektion gemacht wurde, weil ich will jetzt noch nichts am Ansprechverhalten oder an der Leistung oder so verändern. Und da kommen wir auch schon hierzu, die Powerparts Airbox. Damit soll das Motorrad auch deutlich besser ansprechen, aber wird auch noch nicht verbaut heute. Erst, wenn die Inspektion gemacht wurde. Hier jetzt was ich richtig geil finde, weil, ey, das ist ein 2021er Motorrad, aber es sieht halt aus wie eine uralte Lichtmaske. Deswegen habe ich mir hier diese hier gegönnt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hier unten mit so einem LED-Streifen, der, glaube ich, sehr, sehr nice aussieht. Vor allem im Hintergrund halt alles schwarz. Das sieht übelst gut aus. Und natürlich den schwarzen. Sehr, sehr geil. I shot my mama text. I said, my mama love you, I'ma get this my best. She asked me how I'm doing, how I'm dealing with the stress. I said I'm good, but the truth is that my life is a mess. So for now I've been blaming it on these women. It's crazy how good pussy is blinding when you make decisions. Mix it up with real shitty timing that we're giving. It makes it hard to believe I'll be good, but I got a vision. I see myself on big stages, keep rapping. I'm down to do whatever the fuck it takes to make it happen. And I'ma keep calling out the fakes like some fashion. Lately Trox been moving all over the states, he's getting traction. But that could slip with one wrong move. That's why I tighten up my grip with each and every fucking song I choose. Well, life's a game, I make a lot of moves. I think that I can see a victory coming. I've got a lot to lose. Set fire for me. Was ein Unterschied. Alter, sieht das geil aus. Ich finde einfach, dass der im Hintergrund schwarz ist, finde ich so nice. Okay, da bin ich echt gespannt. It's senior year of college, I truly can't believe it. Always knew I would finish, I did it for a reason. For my mom and my pops and my professors teaching. For myself, cause I will never be a quitter leaving. Up late every night, head right till early morning. Start getting ready for class and keep on putting work in. I don't question myself or whether this is worth it. I just look at my bank and check my monthly earnings. I'm saggy, but my paychecks are looking up. The week shit, but my weekends are booking up. Doing shows and fraternities for these different schools. Blacked out, going crazy, so they think I'm cool. Praying, I don't wanna be someone that's not me. Now I'm in the limelight, there's no one there to stop me. Thank my fans, I know you're looking out. But the pressure, I think I'm burning out. Someone stoke that fire for me, cause my light is getting dim. The days are getting shorter and the night is moving in.
keep this pace forever, so I'll put the work in now. But I need changing, 'cause baby, I'm burning out. I'm burning. Ja, mittlerweile ist der zweite Tag. Wir konnten leider nicht alles verbauen, wie ihr seht. Die Fußraste und auch der Schalthebel habe ich jetzt nicht montiert, weil die Fußrasten sind für die EXC. Ich dachte, die passt auch an die SMCR, leider nicht. Aber egal, bestelle ich vielleicht nochmal andere. Und hier den kleinen habe ich nicht montiert, weil der ist genietet und ich habe jetzt kein Nietwerkzeug und da schaue ich mal, ob ich das noch dran mache. Aber ich denke, das Wichtigste, die Spiegel, die Lichtmaske und auch der Auspuff sind dran und ich finde, es sieht richtig, richtig geil aus und mal schauen, was jetzt noch so kommt. Auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal einen kleinen Bike-Porn.